Die wesentlichen Punkte unserer neuen Leitlinie zur adjuvanten Antibiotikatherapie liegen darin, dass man zum ersten Mal eigentlich wirklich evidenzbasiert und konsensverabschiedete, klare Eckpunkte haben für die Anwendung von Antibiotika im Rahmen parodontaler Therapie. Und es kommt eigentlich sehr klar heraus, dass für die ganz große Masse parodontaler Therapie wir keine Antibiotika benötigen, sondern dass wir eigentlich nur kleine, klar definierte Gruppen haben, bei denen ja der zusätzliche Einsatz von Antibiotika einen zusätzlichen, merkbaren Gesundheitsgewinn hat. Das ist zum einen die junge Patienten mit einer aggressiv fortschreitenden Parodontitis, die nach der alten Nomenklatur als aggressive Parodontitis bezeichnet wurden und heute eine Klasse C-Erkrankung sind, also eine rasch fortschreitende Erkrankung. Und zum anderen Patienten mit chronischer Parodontitis, also langsamer fortschreitender Parodontitis, die aber aufgrund der Länge der Krankheitsentwicklung schon sehr fortgeschrittene parodontale Defekte haben, wo wir bislang ohne zusätzliche Antibiotikatherapie viele Zähne entfernen mussten, weil es einfach nicht mehr möglich war, allein durch mechanische Therapie hier die Entzündung aufzulösen und eine Abheilung der Taschen zu ermöglichen. Bei diesen Leitlinien geht es immer darum, was ist notwendig, also zwangsläufig eigentlich immer wird es heruntergebrochen, was ist evidenzbasiert wirklich sinnvoll und auch minimal erforderlich. Und wenn wir das betrachten, ist anhand der Evidenz es tatsächlich so, dass es keine Evidenz dafür gibt, dass eine selektive Auswahl eines bestimmten Antibiotikums einen besseren Therapieerfolg erbringt als die Anwendung der Kombination aus Amoxicillin und Metronidazol. Und wenn das so ist, ist es natürlich auch nicht sinnvoll und notwendig, jetzt eine Erregeridentifizierung zu machen, zumal auch nach vorliegender Evidenz wir in einer tiefen, blutenden parodontalen Tasche mit ganz großer Wahrscheinlichkeit Porphyromonas gingivalis und Tannerella forsythia vorfinden werden. Und nun vielleicht nur ein Keim wie Aggregatibacter actinomyceten combitans vielleicht nicht bei jedem Patient vorhanden ist. Aber neuere Evidenz zeigt sogar, dass eigentlich formal völlig harmlose Keime wie Streptococcus gordonii im Teamwork mit diesen bekannten parodontitis-assoziierten Keimen ebenfalls wesentlich zur Virulenzsteigerung beitragen. Und das zweite Konzept der Antibiotika-Anwendung, und ich glaube, das wird bislang noch wenig verstanden, ist einfach die Förderung der Wundheilung. Also das heißt, wenn ich eine tiefe parodontale Tasche habe, reinige die, bleibt eine blutende Wunde zurück und die bietet das Substrat für das sofortige erneute Überwachsen der falschen Keime. Und das kann ich mit einer Antibiotikagabe unterbinden. Und das spielt in tiefen parodontalen Taschen eine große Rolle. Und dadurch können wir eben entsprechende Zähne erhalten, die bislang nicht zu erhalten waren. Während in flachen spielt es keine Rolle. Abgesehen jetzt aber von der evidenzbasierten Empfehlung, kann man jetzt eminenzbasiert, möchte ich sagen, durchaus sagen, dass man diese Testung aus meiner Sicht durchaus empfehlen kann, einfach auch zur Patienteninformation zum Beispiel, weil Antibiotika zu geben ist ja immer auch potenziell mit Nebenwirkungen verbunden und da finde ich selber nun als Kliniker, Praktiker immer noch sehr sinnvoll und hilfreich, mit Patienten über einen Test darüber aufzuklären, dass diese Bakterien tatsächlich in der Tasche vorhanden sind. Oder auch ein zweiter Aspekt, der allerdings auch nicht evidenzbasiert abgeklärt ist. Wir in Würzburg geben gerne ein halbes Jahr nach erfolgter Antibiose, machen wir nochmal einen Test, um nachzuschauen, ob tatsächlich in diesen behandelten Taschen keine dieser Keime mehr nachzuweisen sind. Weil es gibt so Situationen, wo wir klinisch eine ideale oder eine abgeheilte Situation sehen, aber durchaus bei einer bakteriellen Testung schon wieder in größerer Menge diese parodontitis-assoziierten Keime sehen und das ist für uns ein Anzeichen für eine Rückkehr der Dysbiose und was dann eventuell in einer engmaschigeren Nachsorgebetreuung der Patienten mündet. Aber dafür gibt es, muss man fairerweise sagen, noch keine wirkliche Evidenz.